aus. Können wir die jetzt schon besteuern? Ja, wunderbar. Was nehmen wir in der nächsten Runde damit ein? 34.000, jawohl. Dann mal nix wie los. Und ihr sollt jetzt bitte nicht glauben, dass ich dieses Let's Play jetzt nur noch durchklopfen will, damit ich endlich damit fertig bin, weil es zieht sich ja auch schon jetzt um einige Zeit. Ich möchte jetzt einfach ja, ein bisschen diplomatischer an die ganze Geschichte rangehen. Zwischendrin mal wieder natürlich eine kleine Echtzeitschlacht, wenn sich's denn anbietet. Was, eine neue Nation entsteht auch nicht schon wieder, hey. Was hier gibt es? Ungenutztes Ackerland. Ja. Ausgebaut. Baubericht, jawohl, da wird wieder was fertig. Eine neue Nation entsteht, Griechenland. Jawohl. Athen, Griechenland gehört den Türken. Was haben wir, was? Tripolis, Tunis, hä? Wo ist Venedig abgeblieben? Ach ja, da ist es dann sehr abgeblieben, genau, da war ja was. In Algerien, soweit ich das von hier sehe, ist irgendwie nichts drinnen, oder? Ne, es liegt im Kriegsnebel, deswegen sehe ich es nicht. Korsika! Die Briten machen irgendwie mobil, die machen mir Angst. Die machen mir ernsthaft Angst. London. Ah, das ist, glaube ich, der Traum eines jeden Heerführers gewesen, in London die preußische Fahne zu hissen. Na, jetzt werden wir uns erstmal wieder, einen Pleitegeier kreisen lassen, und zwar indem wir den Türken ein weiteres Angebot machen. Musst du mal schauen, wie mir das ganze, wem der ganze Kack da gehört. Dieser Elisabeth Charlotte die Erste, eine Königin. Also irgendwie, weiß nicht. Das ist strange. Zahlungen. Bezahlung anbieten. 55.000. Jawohl. Fordern. Provinz. Bosnien. Annehmen. Vorschlag übermitteln. Und die wollen schon wieder... Was wollen die meine verfickten Technologien jetzt abkaufen? Leute, ich verfall gleich echt dem größten Mann und greife die Türken an. Hey, ohne Scheiß, was soll denn das jetzt? Die sollen sich jetzt hier verdammt nochmal nicht so haben. Und mir den Scheiß verkaufen. So. Naja, investiere ich halt das Geld in andere Sachen, in Lustgärten beispielsweise. Die Leute werden es mir danken. Ne, das will ich garantiert nicht aufrüsten. Apropos, wie sieht's denn eigentlich bei unserer Forschung aus? Tilsit. Erzkalklagerungen. Plus 2 Unterhaltungskosten für Artillerieeinheiten. Wunderbar. Schrapnellenladungen. Das hört sich doch alles echt geil an. Zündhütchen. Nicht verfügbar. Enthält ein chemisches Gemisch, das explodiert, wenn es von einem Schlag getroffen wird. Der Funken entzündet dann die eigentliche Schießpulverladung. Fordert Erschütterungsladung. Okay. Minus 5% Wahrscheinlichkeit von Fehlzündungen bei Pulverwaffen. Stärkt nationales Prestige. Senkt die Auswirkung von Regen auf die Wahrscheinlichkeit von Fehlzündungen. Ich habe das irgendwie noch nie gemerkt, dass da Fehlzündungen sind. Ihr? Also ich nicht. Macht denn ihr hier eigentlich? Was wünscht ihr von mir? Dass du dich nützlich machst. Und du auch. Protestantismus, wunderbar, wundervoll, einfach herrlich. Sir, eure Befehle? Weiter! Naja, der Rest bewegt sich ja schon, weil ich habe ja im Prinzip alle schon auf die Reise geschickt. Die anderen kommen natürlich gar nicht durch den Wald durch. Manöver abgeschlossen.
Ach, kommt schon, Leute, ey. Baubericht. Wieder einiges fertig geworden. Ich lese natürlich nicht alles im Einzelnen vor. Heinrich Schröder hat einen dummen Neffen. Wundervoll. Ach Gott. So, wir haben wieder Sachen zum Ausbauen, meine Lieben. Was wir natürlich auch gleich nutzen werden. Hier können wir eine große Mauer errichten, was natürlich die öffentliche Ordnung um einiges verbessert, weil sich unsere lieben Einwohner dadurch sicherer fühlen. Das ist auch wichtig so. Kann man euch durch Steuersenkungen besänftigen? Kann man. Dann solltet ihr besänftigt werden. Und bitte darüber marschieren. Dankeschön. Mein Schiff ist nämlich schon fast da. Und ich werde die Flotten jetzt nämlich aufteilen. Gibt es Befehle? Schiffsbefehle, warte auf weitere Befehle. Unterseesbefehle? Schiffsbefehle auf weitere Befehle. Ja, das soll erstmal reichen an Schiffen, weil dann kann ich nämlich überall genug Leute unterbringen. Finnland sieht es eigentlich jetzt auch mittlerweile gut aus, da kann ich dann die Armee abziehen. Norwegen können wir leider noch nicht besteuern. Ja, dann ziehe ich meine Truppen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ich glaube, ich schicke die jetzt einfach mal über... eigentlich habe ich doch hier direkt Truppen, die ich schicken könnte, oder? Die hier sind eh viel zu brav, die ganzen Bürger. Jawohl. Dann würde ich mal sagen, dann greifen wir doch einfach mal willkürlich alles Mögliche an, machen uns schön Feinde. Weitere Befehle? Weil sonst der gar langweilig wird. Ich glaube, solange die da sind, komme ich da nicht rüber, oder? Diese Runde noch nicht. Da warten wir jetzt noch eine Runde. Räumen wir mal ein bisschen in Nordafrika auf. Den Rest verschiffen wir wieder zurück. Fallen in England ein. Beziehungsweise in Großbritannien. Wird sicher lustig. Da 50 Armeen um eine Stadt rumstehen. Ich möchte übrigens nochmal anmerken, dass ich auf leicht spiele und total voll noobig, weil ich einfach ein Empire-Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe. Und deswegen ganz gerne ein bisschen smoother einsteigen wollte. So. Eine chemische Entdeckung. Weil ich jetzt so mittendrin überlege, für Dead Space wäre ich jetzt echt verdammt zu haben. Also, Wir sind mächtig und unbesiegt. Ha! Ich habe den Tanga eingenommen. Preußische Armee in Nordafrika, wer hätte es gedacht? So, was habt ihr denn hier alles Schönes zu bieten in eurem wunderbaren Land? Eine noch nicht bebaute Stadt, sage ich jetzt fast schon. Großer Fischereihafen. Und noch. Ja, ansonsten gibt es in diesem Land leider nicht viel, außer eine Menge Sand.
Damit haben wir Marokko eingenommen, beziehungsweise Tanger. Als nächstes werden wir uns mal um Venedig kümmern, damit die hoffentlich endlich aus den Geschichtsbüchern verschwinden. Und Fraktion vernichtet Marokko. Ja. Wir haben wieder ein bisschen Geld zusammengekratzt, meine Lieben. Was bedeutet diplomatische Beziehungen? Das Osmanische Reich hätte ich ganz gern bitte an der anderen Telefonleitung. Und wir nehmen den 50-50 Joker heute. Und zwar mit 55.000. Es geht um 55.000 Euro. Und die Frage des Tages ist: Möchten Sie mir jetzt endlich Bosnien andrehen oder nicht? Ja, los geht's. Okay. Dann zahle ich euch für Bosnien halt 75.000, aber dann gebt euch damit jetzt endlich mal zufrieden. Ich gebe euch meine Technologien nicht und ich nehme auch nicht eure verdammten Kacktechnologien. So, Provinzen. Bosnien. Annehmen. Vorschlag übermitteln. Die wollen mir immer die gleiche Kacktechnologie andrehen. Vielleicht wollen sie nicht, dass ich da oben irgendein Land nehme. Dann versuche ich ihnen mal irgendeine andere Provinz zu kaufen. Ägypten. Kommt schon, Ägypten für 60.000. Bestes Angebot. Gut, dann gebe ich euch halt für Ägypten. Machen wir einen Kompromiss, Leute. 80.000 für Ägypten. Provinz Ägypten. Vorschlag übermitteln. Und sie wollen mir schon wieder ihre scheiß Regierung mit Zustimmung geben, hey. Was mache ich? Bin ich gewillt, für Bosnien 80.000 Goldstücke zu zahlen? Ich bin gewillt. Ich will jetzt den eine Provinz nach der anderen abkaufen. Ah, okay, sie haben zugestimmt. Was habe ich jetzt gekauft? Ah, da. Bosnien. Was habe ich jetzt gekauft? Ich weiß nicht mehr, was ich gekauft habe. Ich will mein Geld zurück. So, damit sind wir wieder um einiges ärmer. Das macht uns aber reichlich wenig aus. Denn wir kriegen ja nächste Runde wieder so viel Kohle rein. Theater. Eine Festung. Ein freier Platz für eine Kirchenschule, da ja Bosnien schon größtenteils unter islamischem Einfluss ist. Das müssen wir natürlich ändern. Oh, was haben wir denn hier? Ein Handelshafen auf jeden Fall. Alter, die wollen ja immer mehr Geld in Rachen geschoben haben. Naja, aber damit haben wir uns die nächste Provinz erkauft. Meine Lieben, schwächen damit das Osmanische Reich. Was eigentlich gar nicht so meine Absicht ist. Der war gut, ne?